Ein Land mit vielen Traditionen, scharfem Essen und einer Kultur, die unterschiedlicher von der westlichen nicht sein könnte. Mit Reisetaschen, vollgepackt mit Vorurteilen über den fernen Osten, reisten 20 Marketingstudierende der Hochschule Heilbronn in die chinesische Provinz Sichuan. Ein Ziel der Reise war es, die Besonderheiten der Unternehmenswelt in China kennenzulernen. In Präsentationen und Werksführungen bekamen die Exkursionsteilnehmer Einblicke in verschiedene Firmen. Wie zum Beispiel Proton Products, ein Unternehmen für Vermessungstechnik, das demonstrierte, wie die Geräte hergestellt werden. Oder auch bei einem Symposium über Markteintrittsbarrieren und die Bedeutung geschäftlicher Beziehungen in China. Bei dem Unternehmen Maxelli lernten die Studierenden die Immobilienstruktur in den Metropolregionen Chinas kennen. Und ein Jungunternehmer zeigte, wie er zwei Bars erfolgreich in der 15-Millionen-Stadt Chengdu aufgebaut hat. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Reise war neben dem Kennenlernen der Geschäftswelt auch der Einblick in die Sprache. In täglichen Kursen erlernten die Studierenden die Basics in Mandarin. Durch verschiedene Übungen und Spiele konnten sie schon nach kurzer Zeit ihre Fähigkeiten in Alltagssituationen einsetzen. Und in einer Abschlusspräsentation zeigten die Kursteilnehmer am Ende der Reise, was sie alles gelernt hatten. Die spannendsten Erfahrungen machten die Reisenden mit der Kultur Chinas. Bei der Künstlerin Chen Xiaodan bekamen sie eine Einführung in die Tradition der chinesischen Kalligrafiekunst. Sie zeigte ihnen die Techniken für das Zeichnen von Bildern und Schriftzeichen. Im anschließenden Kochkurs lernten die Studierenden die Zubereitung der Zhaozi kennen, einem traditionellen Gericht der Chinesen. Ein weiteres Highlight war die Wanderung auf den Ime Mountain. Einen Berg, der durch seine schönen Landschaften und wilden Affen geprägt ist. Die Wanderer übernachteten in einem kleinen Kloster, ehe dann am zweiten Tag die Spitze des Berges erklommen wurde. Nach 31.000 Stufen und über 20 Kilometer erreichten sie den Gipfel und ihnen bot sich ein Blick über den Wolken, der die Strapazen der Wanderung vergessen ließ. Die Reisegruppe besuchte auch die berühmte Panda-Aufzuchtstation in Sichuan. Dort sah man, wie die Pandas leben und aufwachsen und man konnte sie beim Spielen und Essen beobachten. In einer Manufaktur für chinesischen Reisschnaps wurde den Studierenden das Verfahren gezeigt, wie aus dem Reiskorn hochprozentiger Alkohol wird. Die Führung endete selbstverständlich mit einer Kostprobe. Zur Reise gehörte auch ein Besuch der Sichuan Oper. Dort gab es eine Vorstellung traditioneller Tänze und des Face-Changing, einer sehr alten Kunst des chinesischen Theaters. Die Reise nach China war für die Teilnehmer eine sehr lehrreiche Erfahrung mit neuen Denkanstößen für die berufliche Zukunft. Und für einige wird es nicht die letzte Reise nach China gewesen sein. Bye.